Wir haben den 1. Mai und Glück mit dem Wetter. Da es für uns beide ein arbeitsfreier Tag ist, nutzen wir die Gelegenheit und machen unsere erste Partnerausfahrt in diesem Jahr. Die heutige Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber entpuppt sich als ein lohnenswertes Ziel. Es geht in Richtung Stralsund, zur Gärtnerei am Schloss Paro. Siehst du, da haben wir schon wieder. Selbst das Navi sagt, ich soll rechts sein, rechts. Rechts halten und auf die B96 fahren. Die Strecke dorthin ist für Motorradfahrer wenig spektakulär. Wir nehmen die Stralsunder Umgehung und vermeiden es, uns durch die Straßen der alten Hansestadt zu wühlen. In Richtung Stralsund Grünhofen. Konnte dich grüßen, war mit dem Schaltvorgang beschäftigt. Hab ich gemerkt. An der Ampel rechts abbiegen. So, guck mal, für mich gilt hier gar nichts. Ich kann jetzt einfach. Nee, weil ich kann rauf, weißt du, aber ich muss trotzdem vorher warten. Komisch gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Im Grünhofer Bogen folgen. Hier in Stralsund-Grünhofe ist die Geschichte ostdeutscher Städte immer noch gut ablesbar. Man brauchte Wohnraum. Der sollte bis zum Jahr 2000 für alle da sein. So ein Plan der Partei. Ein Problem, aber auch ein hehres Ziel, vor dem wir heute leider immer noch stehen. Heute ist es der bezahlbare Wohnraum. Ich bin mal skeptisch und frage, wie lange es noch dauern wird, bis wir wieder in Mietskasernen, Kellern und Hinterhöfen vegetieren. Es ist halt wie mit der Mode. Es war alles schon mal da, nur der Beton heute ist etwas farbenfroher. Shadow from a window pane. Der Gegenentwurf zu Grünhofe ist hier in Paro zu sehen. Investoren und Leute mit etwas höheren Zahlen auf dem Konto haben hier kleine hübsche Ferienhäuschen gebaut und mehren so ihr Einkommen. Aber deshalb sind wir nicht hier. Wir wollen uns das Gartencafé ansehen. Unser Geld investieren wir in schöne Stunden, denn für den Kauf eines Ferienhäuschens reicht es nicht. Hä?
doch völlig verkehrt jetzt hier. Ah, sie sagt, ich muss noch eine Runde drehen. Ich habe irgendwas verwechselt. Ach so. Verwuchselt habe ich was. Scharf links abbiegen in die Parorstraße, dann in den Kreisverkehr einfahren. Scharf links soll ich jetzt. Guck mal, da ist auch so ein Mini-Wohnwagen. Ja, ja. Vielleicht sollten wir über sowas nachdenken. Warte, das könnte jetzt ein bisschen eng werden hier. Ja, ja. Keine Angst haben. Gut, machen wir das zweite Mal. Ich hatte nämlich die Kamera nicht an, jetzt kann ich diese Häuschen noch mal rüberfilmen. Diese hübsche Häuser. Ja, ja, ne? Hat was. Im Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Dorfstraße fahren. Alle, die uns jetzt beobachtet haben, denken, was fehlt denen denn? So. Links abbiegen in die Dorfstraße, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Aber das ist doch völliger Blödsinn. Links und dann rechts haben wir doch gerade gemacht. Jetzt versuche ich es mal so rum. Denn da war doch nichts. Nee. Sie sagt links abbiegen, aber jetzt ist doch rechts abbiegen, was wir hier machen. Und da hinten ist es doch auch. Was sollen die Scheiße? Diesmal lag es wirklich nicht an Garmin. Ich hätte der Dame nur Zeit geben müssen, ihre Sätze loszuwerden. Der Fehler lag am Empfänger, nicht am Sender. Nee, das hat sie so nicht gesagt. Wir stellen uns jetzt hier so ein bisschen hin. Aber beim Schloss hier oben waren noch ein paar Plätze. Ja, na dann versuche ich es da nochmal. Ansonsten hätte ich mich jetzt hier so hingestellt, weißt du, so ein bisschen schräg. Und dann ist auch gut. Rechts abbiegen in die Straße am Gutshaus. Ja, das hat sie mir jetzt so gesagt. Ach, da sind ein paar Plätze. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Das ist ja gut. Ja. Da kann dir keiner was. Jo. Warte mal. Wo stellen wir uns hin? Ein bisschen mehr im Schatten? Nee. Bringt nicht. Soll ich erstmal absteigen? Ja, los, dann. So. Dann kann ich rückwärts raufschieben, weißt du? Da ist ein bisschen. Ja, und wen habe ich denn heute mit? Das müssen wir mal sehen, ob du überhaupt in einem Video erscheinst. Ob das ein Video wird. Das Herrenhaus wurde von Friedrich Franz Freiherr von Lange im Jahre 1860 im englischen Baustil beauftragt. Bekanntester Besitzer war Karl Friedrich von Lange, der 1928 einen Olympiasieg in Dressurreiten errang. Nach 45 das gleiche wie bei allen Herrenhäusern, nach der Wende das gleiche wie bei allen Herrenhäusern. Und der letzte Stand laut Wiki, es wird ein Verwaltungssitz. Die Torten. Gut.
Ja, ein wirklich schöner Platz hier. Vor allen Dingen bei schönem Wetter. Das Café ist gut und Madame kommt. Ich habe mich im Schatten ausgeruht. Wer dieses Video auf seinem Handy schaut, wird es nicht sehen. Im Hintergrund die Stadt Stralsund und die Rügenbrücke. Ja, ich weiß nicht, ob man mich hört. Hier ist noch etwas Wind. Aber hinter mir seht ihr die Skyline von Stralsund. Das große Rügenbauwerk, Übergangsbrücke von Stralsund nach Rügen. Wenn wir uns so drehen, alles was dort am anderen Ufer ist, das ist schon Rügen. Diesel, guck mal, da stehen sie. Ja, ja, und lesen. Ja. Da haben wir ein Glück gehabt. Und gleich wieder mit so vielen. Aber heißt nicht, dass die oben beim Rügenblick nicht ausstehen. Das ist durchaus möglich, ja. Wir befinden uns auf dem Rückweg in meine Hansestadt und hoffen wie immer, dass wir Anregungen für einen Besuch setzen konnten. Wie immer an dieser Stelle Kommentare benutzen und Hinweise geben. Abo drücken und an Freunde weiterleiten. Bleibt uns treu. Bis dann! Rechts abfahren zur B105 in Richtung Greifswald.